Würde jetzt irgendwie noch die Ballons einfallen? Kleine Junge halt, aber der... Claytons, im Claytons vielleicht? Vielleicht gibt's da jetzt noch was? Könnte ja sein. Ne, Seitenstraße mache ich gleich, da komme ich ja von hier aus gleich hin. Nicht der Pater Roy, mit dir haben wir noch gar nicht geredet heute. Nee. Wozu denn das, okay? Kann man noch mehr Geland mitnehmen? Nee, ne? Nee. Vielleicht später. Mit der warmen Kotze. Eher nicht. Okay. Oh, warte, kann ich vielleicht in Mixer diese... Ja, das könnte sein. Moment. Ich gehe nochmal zu Mats Wohnung. Ich habe den Mixer ja nur ein bisschen ausprobiert. Also nur mit dem Baseball, glaube ich. Oder? Ich weiß nicht genau, mit was allem ich den Mixer ausprobiert habe. Aber... Vielleicht funktioniert es ja, wenn wir... Hier. Das hier? Lieber nicht. Nee, schade. Sonst hätte ich gedacht, das in den Mixer packen, damit das irgendwie, ne? Nee. Wisst ihr Bescheid? Nein, glaube ich nicht, aber damit das zu Konfetti oder so wird vielleicht, also, weiß nicht. Irgendwas halt. Nur ein paar. Dö. Oh, ich merke gerade, es ist eine Stunde rum. Ich würde jetzt kurze Pause machen. Das Report Station, das ist auch nichts, ne? Nee. Eine kurze Pause machen. Also einmal kurz die Aufnahme neu starten. Weil ich jetzt hier, ne? Nicht wieder will, dass die ganze Aufnahme für den Arsch ist. So wie wir es schon oft hatten. Ja. Jo. Brauche ich nur eine Sekunde. Bis gleich. So, weiter geht's. Randalls Wohnung war auch nichts mehr, ne? Gucken wir nochmal ins Claytons Cave. Das Rohr ist auch nicht mehr interessant. Gucken wir hier jetzt nochmal alles an. Kann ich jetzt vielleicht hier die Flaschen oder so? Würde ich gerne. Und wenn ich... Ich brauch... Und wenn ich... Würde ich... Aha. Mir ist gerade nicht danach. Okay. Mir ist gerade... Geht nicht. Die lasse ich... Da muss man Münzen... Komm schon, gib mir Kondome. Ich glaub nicht... Warum glaubst du, warum? Damit will ich den... Ja. What? And we have a winner. Bunte Kondome. Oh nein. Oh nein. 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 da. Bitte nicht. Sag nein. Oh nein. Verstehe gar nicht, was die Kirche gegen die vielfältige Anwendung von Latex hat. Extra empfindliche Ballons. Alles klar. Was? Oh, warum? Hier. Warum? Als ob. Was? Lol. Das klingt vielleicht eklig, aber eine Zigarette ist eine Zigarette. Hab schon viel Schlimmeres geraucht. Eine stinknormale Mentholzigarette. No. Hey, das erinnert mich echt an meinen 10. Geburtstag.
Da gab's zwar keinen Kuchen, aber da habe ich meine erste Zigarette geraucht. Echt jetzt? Echt jetzt? Als ob. Als ob das war's. Okay. Was für ein schöner Kuchen. Natürlich. Jetzt brauchen wir nur noch etwas Deko und die Party kann losgehen. Ich hab Ballons. Den gebe ich ihm persönlich, wenn ich die Dekoration fertig habe. Hübsch. Die sehen sicher gut aus, wenn ich sie erstmal aufgehängt habe. Ich sagte ja schon, perfekt. Gut gemacht. Was jetzt? Was sagen Sie? Das Büro sieht noch nicht nach Party aus. Alles muss perfekt sein. Hier? Hey, gute Idee. Braucht man auf jeder guten Party. Ja, und warum nimmst du sie dann nicht? Lol. Mit dem will ich lieber... Okay. Was haben wir denn noch so? Wie wär's mit einer Wasserpistole? Ich glaube, das geht nicht als... Das glaube ich auch nicht. Maßband vielleicht nicht. Hier. Ich glaube, dass... Vielleicht können wir Ellen noch was geben. Spinnst du? Okay. Ellen, brauchst du noch... Ich weiß nicht, willst du deine Augen irgendwie zukleben? Nö, schade. Überraschungsparty, Esel das und so. Ich glaube nicht, dass das... Also? Das Büro sieht noch nicht nach Party. Es sieht noch nicht nach Party aus? Was, hä? Was fehlt denn noch? Alles sieht perfekt aus. Nun gut, gehen Sie rein und überraschen Sie ihn. Ne. Als Hütchen. Bitte was? Guten Morgen, Dr. Johnson. Guten Morgen, Mr. Lecter. Hannibal Lecter. Hey, was schauen Sie mich denn so an? Nur ein dummer Zufall. Und warum haben Sie den Kuchen runtergeworfen? Wen interessiert denn der Kuchen? Mich interessiert der Kuchen. Okay, naja. Vielleicht hätte ich ihn lieber auf Ihren Schreibtisch stellen sollen. Ich bin aber einer, der schnell denkt und noch schneller handelt. Nun, was kann ich denn für Sie tun? Was? Einfach so? Kein Rohrschachtest oder so? Nein, ich hielt den immer für komplette Zeitverschwendung. Ohne jeglichen empirischen Nutzen. Tja, wird wohl eh das Beste sein. Ich sehe eh immer nur Schmetterlinge. Zerquetschte Schmetterlinge. Sagen Sie mir doch bitte, was Sie zu mir führt, ja? Sehen Sie, ich sitze in der Zeitschleife fest. Eine Zeitschleife? Interessant. Das ist recht ungewöhnlich, wissen Sie? Kann schon sein. Vielleicht ist Ihr Leben etwas monoton geworden. Vielleicht will Ihr Gehirn Ihnen mitteilen, dass Sie Veränderung brauchen. Nee, so ist es nicht. Seit ich in der Zeit gefangen bin, war mein Leben alles andere als monoton. Es ist wie eine Achterbahn des Elends, wo jeder Tag Montag ist und alle mich abgrundtief hassen. Interessant. Sir, ich würde Ihren Fall gern näher untersuchen. Ah ja, Sie Blitzmerker, was an Zeitschleife haben Sie denn nicht begriffen? Ach ja, das ist ein Problem, nicht wahr? Ja, jo. Egal. Deswegen bin ich aber gar nicht hier. Weshalb sind Sie dann hier? Sagen wir mal, für einen Freund. Was meinen Sie mit für einen Freund? Erinnern Sie sich an einen betrunkenen Typen. Bisschen komisch. Matthew Griffin mit Namen. War der heute hier? Deswegen sind Sie hier? Tut mir leid, aber diese Information kann ich nicht preisgeben. Ich muss Sie nun bitten zu gehen, Mr. Lecter. Nein, Moment! Ich bin echt verzweifelt. Ich weiß nicht, wo ich noch hin soll. Bitte helfen Sie mir. Der Affenmann? Sie haben ja echt Nerven, hier wieder aufzukreuzen.
Ich heiße Randall Hicks und ich befinde mich in einer echt schwierigen Lage. Es geht um ein Menschenleben und Sie sind der Einzige, der mir helfen kann. Sie sind der Randall Hicks? Kommt drauf an. Was haben Sie denn so von ihm gehört? Wie es aussieht, kann ich gar nicht anders, als Ihnen zu helfen. Matthew Griffin war heute bei mir. Er hatte keinen Termin, aber er konnte sich reinschleichen. Gefällt mir gar nicht, wenn Leute das machen. Ja, manche Leute haben echt Nerven. Da habe ich ihn reingebeten. Aber er war derartig alkoholisiert, dass ich kein Wort verstanden habe. Außer dem letzten Satz. Ja gut, dann spucken Sie es schon aus. Was hat er gesagt? Er sagte, er will sich eine Waffe besorgen. Und dann wollte er einen Mann namens Randall Hicks umbringen. Den Mann, der sein Leben zerstört hat. Warum zum Geier haben Sie mir das jetzt erzählt? Das ist das Letzte, was ich hören wollte. Sie sind mir vielleicht ein Doktor. Ich habe das erzählt, weil ich glaube, dass es gefährlich ist, einen Mann in dem Zustand mit einer geladenen Waffe rumlaufen zu lassen. Sie müssen ihn finden. Was, wenn er schon eine Knarre hat? Nun, dann müssen Sie wohl improvisieren. Wow. Wow. Danke für gar nichts. Eins noch, Mr. Hicks. Einem Freund die Frau auszuspannen, ist nicht richtig. Oh, halten Sie doch die Klappe. Alles klar. Er wollte sich eine Waffe besorgen. Ist das... Hä? Hier ist er nicht drin, oder? Nee, okay. Mets Wohnung? Vielleicht? Oder so? Hallo, Matt? Ist nicht da. Wollt sich eine Waffe besorgen? Das Einzige, was mir einfallen würde, wäre... Eigentlich Mel. Oder er ist schon wieder bei mir. Hast du... Keine Ahnung. Sprechender Briefkasten. Super. Mel? Hallo? Hallo. Kann ich was für dich tun? Hat bei dir jemand heute eine Knarre gekauft? Ja, bin fast sicher. Weißt du noch, wer genau? Hallo. Kann ich was für dich tun? Ja, ich will eine Knarre kaufen und dich umnieten. Ja, genau wie dieser andere Typ. Welcher andere Typ? Weißt du, wie er heißt? Glaube nicht. Der hat es eilig. Weißt du noch, wie er aussah? Woher soll ich das wissen? Kann mir nicht jeden Besoffenen merken, der eine Knarre bei mir kauft. Tja, was, wenn dich jemand ausraubt? Ist noch nie passiert. Außer... Warte mal. Oh Mann. Ich werd ständig ausgeraubt. Ach, vergiss es. Erinnerst du dich an den Typen, der die Knarre gekauft hat? Der Typ mit der Knarre, verdammt nochmal. Wer war das? Ey, mach mich nicht an, ja? Ich hab schon gesagt, dass ich mir Gesichter nicht merken kann. Besonders besoffene Gesichter. Sehen für mich alle gleich aus. Aber wenn du mir ein bisschen auf die Sprünge hilfst, weiß nicht, wenn du was hättest, was mich an den Typen erinnert, kann ich dir vielleicht weiterhelfen. Boah. Die Maske habe ich auch nicht mehr, okay. Glaube kaum. Okay, ich versuche jetzt einfach alles. Das. Warum? Warum nicht? Ich habe seit meine. Alles ausprobieren. Mein. Brauche ich. Ach, komm schon. Das würde. Ich glaub. Ich glaub nicht an jemanden. Nee. Ich glaub. Kommt noch. Irgendwann. Das würde. Wird es was Richtiges sein, was ich ihm gebe. Spinnst du? Wenn ich dich einfach. Wenn ich dir einfach drum sein, bekomme ich Ärger. Ich bin.
Wer braucht denn die? Naja, eine Menge Leute, schätze ich, aber ich gebe sie trotzdem nicht her. Okay. Gehen wir. Was machen wir? Außerdem. Ja, okay, jetzt kann ich da nicht rein, immer noch nicht, okay. Gehen wir nochmal zu Randall. Okay, ist keiner da, alles klar, schade. Vielleicht im Badezimmer. Nein, okay. Mortimers Zimmer? Ah, da kann ich jetzt einfach so rein. Lol. Ah, hier ist ja auch nichts mehr krasses, ne? Was ich gebrauchen könnte, Flügel. Bewegt sich nicht. Bewegt sich nicht? Kann ich den irgendwie mit Magneten bewegen? Ja. Okay, kann ich den irgendwie mit dem Blech bewegen? Nee. Okay, kann ich den irgendwie... Nein, ich glaube, das ist alles irgendwie dumm. Das muss... Ein Turret. Ich will so ein Turret haben. Regale, Regal. Okay, Figuren, ne? Alles klar. Hier ist also auch nichts. Ist er vielleicht auf dem Dach? Matt? Hallo? Nee. Irgendwas, was an ihn erinnert. Die Magneten? Nein. Irgendwas in Matts Wohnung vielleicht, so schätzungsweise. Ein Bild, natürlich, ein Bild von Matt. Matt sieht auf dem Bild nicht gerade gut aus. Eigentlich will man kaum hinschauen. Auf nur Mel kann sich erinnern. Kleine... Okay, von Sally das hey, Bild. Wo kommst du jetzt her? Lurch. Ich will wissen, wer du bist und was zum Geier du hier treibst. Ich verwette meine Marke, dass du hier nichts zu suchen hast. Naja, wissen Sie, ich... Weißt du, mir reicht's jetzt schon mit dir. Du bist festgenommen. What? Was? Ich sagte, du bist festgenommen. Bist du taub? Aber warum? Erstens, ich kann dich nicht leiden. Zweitens, du kommst aus der falschen Wohnung raus. Und drittens, ich habe heute noch niemanden verhaftet. Reicht das? Haben Sie mal überlegt, dass mich auch jemand, der hier wohnt, eingeladen haben könnte und ich jetzt nur nach Hause gehe? Nein, das steht dir ins Gesicht geschrieben. Du hast irgendwas vor. Okay, ich beweise es. Ich hole meinen Freund und er kann es Ihnen bestätigen. Du solltest mich lieber nicht verscheißern. Glaub mir, du willst keinen Ärger mit mir. Natürlich, natürlich nicht. Scheiße, 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 ich muss hier raus. Da haben wir ja noch den Weg hin, ne? Scheiße, Alter! Wer zum Geier bist du? Und wo zum Geier kommst du her? Wir kriegen hier noch ein Herz, Kaspar. Weiß nicht. Ich glaube, ich habe Gedächtnisverlust. Gedächtnisverlust? Ja? Tja, hier ist leider abgesperrt. Du musst wohl warten, bis wir hier fertig sind. Oder bis dir wieder was einfällt. Was? Kommt schon, ihr macht ja nicht mal was. Wir führen hier eine intensive Tatortuntersuchung durch, mein Junge. Ja, wir wollen auf keinen Fall was Wichtiges übersehen. Was ist denn hier überhaupt los? Warum ist hier abgesperrt? Irgendjemand hat wohl den Luftballontypen umgelegt. Was? Er ist tot? Nee, war knapp. Aber er lebt. Warum fragst du? Weißt du irgendwas über die Sache? Du kennst den Typen, stimmt's? Keine Ahnung, Sie wissen ja, die Rechenverlust und so. Ja klar kenne ich den. Ich habe jeden Tag ein paar Ballons bei dem gekauft. Tatsächlich? Natürlich nicht. Sehe ich etwa so aus? Tja, wie auch immer. Der Typ hat eine beinahe tödliche Dosis Helium eingeatmet und sein Hirn hat nicht mehr genug Sauerstoff gekriegt. Shit, das ist nicht gut. Nee, mein Junge. Ist es gar nicht. Tatsächlich haben wir diese Kisten hier gefunden, als wir die Straße abgesperrt haben und... Tja, wir haben sozusagen den Jackpot geknackt. Antike Sammelkarten, Föderationsuniformen, ein paar Replikas von berühmten Schwertern, eine wahre Goldmine. Da sollte wohl eine Sammelbörse stattfinden. Aber nachdem sie abgesagt wurde, haben sie den ganzen Krempel einfach weggeschmissen. Also nochmal zum Mitschreiben. Ihr durchwühlt hier lieber den ganzen Sammlerschrott, anstatt an einem Fall zu arbeiten? So kann man es wohl ausdrücken. Man kann aber auch sagen, wir haben gerade einen scheiß Wonderboy gefunden und müssen den jetzt dringend ausprobieren. Dafür braucht er wohl eine Konsole. Ne was? Eine Konsole. Ihr wisst schon, wie soll man sonst Wonderboy spielen? Wir reden gar nicht von dem Wonderboy, Junge. Hast du noch nie was von Costners legendärem Baseballschläger gehört?
Ich mag ja so Retro-Sachen, aber das ist mir zu retro. Ach, was weißt du schon?